So sieht Gelsenkirchen Mitte 1920 aus. Die Steinkohle hat die Stadt in nur wenigen Jahren zum größten Bergbauzentrum Europas gemacht. Die nächtliche Silhouette mit den Fackeln der Koksöfen gibt Gelsenkirchen den Beinamen die Stadt der 1000 Feuer. Einwanderer aus Schlesien und Ostpreußen lassen die Einwohnerzahl in die Höhe schnellen. Ehemals eigenständige Gemeinden und Dörfer werden zur Großstadt Gelsenkirchen. Die gemeinsame Leidenschaft gilt einem Fußballclub, dem FC Schalke 04. Die Entwicklung von Stadt und Verein in Höhen wie Tiefen ist in Gelsenkirchen eins. Die Schalker Erfolge geben der jungen Großstadt eine Identität. Die deutsche Fußballmeisterschaft im Berliner Olympiastadion nahm einen sensationellen Verlauf. Ausgerechnet die Mannschaft aus der Malocher-Gegend Deutschlands, der Arbeiter- und Polackenclub Schalke 04, spielt den elegantesten Fußball, den Schalker Kreisel. Zwischen 1933 und 1942 erreicht die Mannschaft 9 von 10 Endspielen um die deutsche Meisterschaft und gewinnt 6-mal. Zu dieser Zeit wird in der Heimatstadt der Schalker Knappen, wie die Spieler aus der Bergbaustadt Gelsenkirchen genannt werden, so viel produziert wie nie zuvor. Die Stahlwerke brauchen Hochofenkoks, um deutsche Panzer zu bauen. Und auch das Flugzeugbenzin für die Luftwaffe wird aus Kohle gewonnen. Damit ist die Stadt ein wichtiges Zentrum der Kriegswirtschaft und ein strategisches Angriffsziel für die alliierten Bomber. Die Straßen waren voller Schutt, die Häuser waren zerstört. Sie haben sich zum Teil überhaupt nicht mehr zurechtgefunden, weil ja nichts mehr da war, was ihnen als Anhalt diente. Es war furchtbar. Nix, aber auch gar nichts mehr. So eine Waschschüssel, weiß ich noch, an meine Mama gerettet. So eine Emaille, schwarze Emaille-Waschschüssel. Sonst war nichts mehr. Alles weg. Ich weiß nur, dass meine Mama fürchterlich geweint hat. Die ehemals größte Kohlenstadt Europas liegt 1946 in Schutt und Asche. 2 von 3 Gebäuden sind zerstört oder beschädigt. In den wenigen intakten Wohnungen werden wildfremde Menschen zusammengepfercht. Allen anderen bleibt nur die Notunterkunft in den sogenannten Nissenhütten. Die prägendste Erinnerung an die Jahre direkt nach dem Krieg ist aber sicher der Hunger. Und wenn du sagtest, ja, ich habe aber noch Hunger, die Mama hat gesagt, geh ins Bett, dann hört der Hunger auf. Fertig. Eine Schnitte und man hätte am liebsten 8 gegessen. Na, mehr gab nicht. Am Anfang des Wiederaufbaus steht eine einzigartige Recycling-Aktion. Wobei wir das ehrlich gesagt nicht so toll als Arbeit empfunden haben, sondern wir haben zusammengesessen, wir haben natürlich miteinander geredet, wir haben auch dummes Zeug gemacht und dabei haben wir fleißig Steine geklopft. Für die freigeklopften Steine gibt es 1 bis 2 Pfennig pro Stück. Und schon die Kleinsten machen mit. Das Wirtschaftswunder braucht Kohle in rauen Mengen. Und so kennt auch die Gelsenkirchener Wirtschaft nach der Währungsreform nur eine Richtung. Nach oben. Die Förderung erreicht schnell wieder Vorkriegsniveau. Doch Arbeitskräfte werden bald knapp. Mit der Aussicht auf eine Wohnung und gute Löhne werden in ganz Deutschland Bergarbeiter angeworben. Kaminski, Kowalski oder Koslowski, egal wie sie heißen und woher sie kommen, unter Tage sind sie Kumpel. Ihre Arbeit ist hart, gefährlich und schmutzig.
Die Härte der Arbeit und der direkte offene Umgang miteinander prägen die Mentalität der Stadt und ihrer Bewohner. Gelsenkirchen, Anfang der 50er Jahre. Das Schlimmste ist überstanden und einiges sieht sogar schon wieder ganz manierlich aus. Dennoch, der Wiederaufbau ist das Thema der Zeit. Gelsenkirchen sortiert sich neu und ist eine einzige Baustelle. Die Regelarbeitszeit beträgt 48 Stunden pro Woche. Für ein Telefon oder gar ein Auto langt es trotzdem selten. Und es wird noch fein säuberlich getrennt. In Mädchen- und Jungenschulen. So hat alles seine Ordnung. Vom Turm des Hans-Sachs-Hauses, dem Verwaltungszentrum der Stadt, blickt man auf ein Gelsenkirchen, das wenige Jahre zuvor noch ganz anders aussah. Es war also eine tolle Aufbruchstimmung. Es wurde gebaut, repariert, instand gesetzt, überall. Unübersehbar ist die Zahl der hier abgestellten Fahrräder und parkenden Autos. Ihre Besitzer sind alle in den Ruhrzoo geströmt. Deutschlands schönstem und modernstem Tierpark im Grünen. Zu den ersten kleinen Freuden gehört ein Besuch im Zoo. 1949 eröffnet, wird der Ruhrzoo schnell zu einem Publikumsmagneten und macht die Gelsenkirchener stolz. Dabei war der Tierpark in der Planungsphase politisch noch höchst umstritten. 200.000 D-Mark, um Wohnungen für Affen zu bauen, wetterte die Opposition. Und das in einer Zeit, in der sich gar nicht so selten drei Familien eine Wohnung teilen müssen. Doch über 2 Millionen Besucher kommen bereits in den ersten 5 Jahren. Die Volksabstimmung, sie fällt damit ganz eindeutig aus. Als erstes vorne waren die Papageien, das war schon mal was Tolles, das hatte ich auch noch nie gesehen. Ja, ein Elefant, wer hat den Elefant gesehen? Ja, da standen ja, ach, hunderte von Menschen und haben sich das angesehen. Viele, den meisten hatten sie noch nicht gesehen. Vielleicht auf dem Bild mal. Stadtplanerisch gesehen wird Gelsenkirchen nach dem Zweiten Weltkrieg quasi neu erfunden. So erfordert die beginnende Automobilisierung vor allem eines: breitere Straßen. Auch wenn es bis zum ersten Stau noch etwas hin ist. In groß angelegten Verkehrssicherheitswochen wird dennoch bereits vor den Gefahren des Straßenverkehrs gewarnt. Mein Bruder hat so 55 sein erstes Auto. Oh. Der hat die ganze Straße geguckt. Und das war so ein alter Opel, so ein uralter. Aber das war ja schon was. Ach, herrlich. Nicht gerade ein Luftkurort, aber sehr erfolgreich. Gelsenkirchen geht es in den 50er Jahren blendend. Die Eisen- und Stahlwerke haben zu dieser Zeit Hochkonjunktur. 2 von 3 neuen Fensterscheiben in Deutschland kommen aus Gelsenkirchen. Die chemische Industrie produziert auch wieder Kraftstoff. Und allein in den Nähereien und Textilfabriken der Stadt arbeiten 7.500 Beschäftigte, hauptsächlich junge Frauen. Ich kann mich an Busse, Straßenbahn erinnern, wo die Menschen morgens um 6 Uhr herausquollen, weil sie eben zu ihren Arbeitsplätzen mussten. Tausende. Also Betriebe in Größenordnung, wie wir sie heute überhaupt nicht mehr kennen. Einer davon ist die Großzeche Graf Bismarck. Sie wird im Laufe der 50er Jahre für 70 Millionen D-Mark modernisiert. Die jährlich geförderte Menge Kohle wiegt fast 20 Mal so viel wie der Kölner Dom. Fast 10.000 Menschen arbeiten Mitte der 50er allein auf Graf Bismarck. Eine der produktivsten Schachtanlagen Europas. Und Gelsenkirchen hat zu dieser Zeit noch 10 weitere Zechen.
Zerstreuung finden die Bergleute am einzigen freien Tag der Woche beim Fußball. Sonntags nach Kirche und Frühschoppen geht man auf Schalke. In den Parkanlagen rund um Schloss Berge, einem ehemaligen Adelssitz, steigt einmal im Jahr eine Party für die ganze Familie. Das Sommerfest der Stadt. Der Wettstreit der Bergwerkskapellen, von denen es in Gelsenkirchen der 50er ein halbes Dutzend gibt, ist einer der Höhepunkte des Volksfestes. Eigentlich hat man damals alles zum Ereignis gemacht. Sommerfest Schloss Berge, es gab Schrebergartenfeste. Wir sind als Jungen, ich glaube, von einer Veranstaltung zur anderen gezogen, so in den Sommermonaten. Die Frühaufsteher erlebten am anderen Morgen, wie in den Vorjahren, auf den Schlosswiesen einen Massenauflass von Brieftauben. Musik und Show, Tauben und Luftballonwettflug. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und zum Schluss wurde mit eifriger Hingabe und herzlichem Ungeschick ein erstes Tänzchen gewagt. Gelsenkirchen ist eine schnell wachsende Großstadt. Nicht nur dank des Bergbaus, auch dank der Fruchtbarkeit der Bergleute. In der Volksschule, da hatten wir 54 Kinder in der Klasse. Es waren einfach mehr. Wenn ich überlege, wie viele Kinder dann pro Familie da waren, das war immer 4 Kinder, 6 Kinder. Wir mit 2 Kindern waren ja richtig unterbelichtet. Es wimmelt nur so von Kindern. Nachwuchssorgen sind der Stadt völlig fremd. Wir waren ja fast 400.000. Es wurden gute Einkommen erzielt, man kaufte, man konnte kaufen und man kaufte natürlich gern. Sehr zur Freude des Gelsenkirchener Einzelhandels. Die Hauptgeschäftsstraße der Innenstadt, die Bahnhofstraße, wird Ende der 50er Jahre zur ersten Fußgängerzone des Reviers. Auch aus den umliegenden Städten strömen die Kunden zum Einkaufsbummel nach Gelsenkirchen und machen die Bahnhofstraße zeitweilig zu einer der umsatzstärksten Einkaufsmeilen Deutschlands. Man hat früher immer gesagt, das ist Deutschlands größte Geschäftsstraße, weil kein Privathaus auf der Bahnhofstraße war. Waren nur rechts und links Geschäfte. Das hat die Kö in Düsseldorf nicht. Und noch etwas hat Düsseldorf nicht. Einen 6-fachen deutschen Fußballmeister. 1958 steht Schalke 04 nach 16 Jahren wieder in einem Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Die Schalker Knappen besiegen den Hamburger SV mit 3:0 und holen zum 7. Mal den Titel. Die ganze Stadt erwartet die Mannschaft am Bahnhof. Das Wir sind wieder wer ist nun auch in Gelsenkirchen angekommen. Der Enthusiasmus der Menge kannte keine Grenzen, als Bernie Kloth mit der Meisterschaftsschale am Bahnhofsausgang erschien. Schwarz, die Bahnhofstraße. Da hätte kein Groschen auf Erde fallen können. Schwarz, die Bahnhofstraße. Und alle Menschen waren, also die waren außer sich. 58 ist, glaube ich, zu schnell nicht zu toppen. Die Schale ist zum vorerst letzten Mal in Gelsenkirchen. Doch das ahnt noch niemand. Alles, was der Stadt jetzt noch fehlt, ist ein ordentliches Theater. Gelsenkirchen entscheidet sich für einen hochmodernen Entwurf, der so gar nicht zur Malocher Stadt zu passen scheint. Ein eleganter, schnörkelloser Bau, schneeweiß und zeitlos. Die Krönung des neuen Theaters aber ist die einmalige Verbindung von Architektur und Kunst. Namhafte Künstler Europas schufen hier gemeinsam ein Werk. Kühn, neu, einmalig, aber auch umstritten. Yves Klein aus Paris gestaltet seine großen Reliefwände in Stuck und Schwamm. Die Blautönung der großen Wände war für Yves Klein der Schwerpunkt seines künstlerischen Schaffens. Dieser Raum lebt ja von den Farben, lebt von dieser Kunst. Ne? Wird bestimmt durch die Kunst, als wenn dauernd Musik dadurch ginge durch den Raum. Das Musiktheater im Revier gilt heute als einer der schönsten Theaterbauten Deutschlands. Werner Runau, hier links, hinterlässt Gelsenkirchen das Werk seines Lebens.
Die Einweihung des neuen Theaters am 19. Dezember 1959 markiert den Höhepunkt in der aufstrebenden Entwicklung Gelsenkirchens. Aber es ist auch ein Wendepunkt in der Stadtgeschichte. Vom Einmaleins haben Sie viel gehört. Wer aber wird Ihnen erzählen, dass allein im Jahr 1960 mehr als 3.500 neue Wohnungen mit fast 14.000 Räumen gebaut wurden? Die 60er Jahre beginnen, wie die 50er endeten. Es geht zunächst weiter wie gehabt. Nur in Farbe. Gelsenkirchen wird sogar für die große Leinwand entdeckt. Bernhard Wicki drehte bei uns den Film Das Wunder des Malachias. Das waren ja so alte Backsteinhäuser da in der Kaufstraße, ne? Und dann ist es, wieso gerade diese Kulisse dafür zu nehmen, ne? Aber das war toll, also wirklich. Und vor allen Dingen der Aufwand, der da getrieben wurde, ne? Ja, es gibt noch Wunder, jedenfalls bei uns in Gelsenkirchen. Darsteller und Produzenten kamen zur feierlichen Premiere des Wunderfilms ins Apollo-Theater. Das Wunder des Malachias ist seitdem weltberühmt, leider nur in Gelsenkirchen. Die Stadt macht in dieser Zeit ganz andere Schlagzeilen. Bei bestimmten Wetterlagen herrscht nahezu Erstickungsgefahr. Und nun stehe ich hier mitten im Smog. Der Himmel ist völlig verfinstert, totale Sonnenfinsternis, möchte ich sagen. Man kann krank davon werden. Also dieser Dreck war überall vorhanden. Er war auf den Straßen, er war natürlich dieses Klischee, auf den Fensterbänken auch. Aber er war auch in der Luft, man schmeckte ihn, man atmete ihn. Meine Tochter war ja klein, die ist 61 geboren. Und sie kam nach einer halben Stunde wieder. Da hat das Kind, wenn sie so gemacht haben oder so, schwarz. Der Kabarettist Georg Kreisler nimmt das zum Anlass und widmet Gelsenkirchen Anfang der 60er ein bitterböses Lied. Das gibt es nur bei uns in Gelsenkirchen. Fahren auch Sie statt an die Riviera im Urlaub zu uns. Ruhen Sie aus im Schatten der Meiler auf einem Strand von Anthrazit. Statt der Seeluft atmen Sie Pressluft oder Kohlendioxid. Unsere Hochöfen sind im strengsten Winter warm. Schließen Sie Freundschaften mit unserem Gelsenkirchener Charme. Wenn ich auswärts gearbeitet habe, dann habe ich spätestens Düsseldorf-Duisburg, damals fuhr ich immer im Zug, hatte kein Auto, die Scheiben runtergemacht, haben mich hingestellt, habe ich gesagt, Heimatluft. Die Stadt präsentiert ihre wichtigsten städtebaulichen Vorhaben 1962 in einer Zeitschrift. Ganz oben auf der Liste steht bereits damals der Hauptbahnhof. Als der erste elektrische Zug angerollt war, nahm Oberbürgermeister Geritzmann bei der Begrüßung der Gäste die Gelegenheit wahr, um auf die ganz besonderen Schönheiten unseres Hauptbahnhofs hinzuweisen. Ich fand ihn furchtbar. Wenn ich da reinkam, da hat immer gestunken und so, also war nicht gut. Und dass der mal weg musste, war eigentlich klar. Die Pläne für einen modernen, großzügigen Bahnhof liegen bereits in den Schubladen. Da liegen sie aber noch fast 20 Jahre und es wird am Ende ganz anders kommen. Die größte Herausforderung der Stadtplaner ist eine vierspurige Nord-Süd-Verbindung. Insbesondere die Schranken am Schalker Markt rauben den Pendlern den letzten Nerv. Sie schließen sich bis zu 200 Mal am Tag, um Kohle und Stahl freie Fahrt zu gewähren. Im Volksmund heißen sie nur noch Glückaufschranken. Wenn man Glück hat, sind sie auf. Eine 700 Meter lange Hochstraße soll die vielbefahrenen Schienenstränge der Bundesbahn und der Konsolzechenbahn überbrücken. Wenn keine Schwierigkeiten auftauchen, kann das neue Bauwerk im Herbst 1964 fertig sein. Zwei Jahre später feiert die Stadt verkehrstechnisch einen ganz großen Wurf. Vier Spuren, Straßenbahnschienen inklusive. Die Berliner Brücke ersetzt seither die Glückaufschranken und natürlich spielt zur Eröffnung eine Bergmannskapelle.
Ein jeder feiert hier auf seine Weise. Der eine bedächtig, der andere weniger leise. Die wilden 60er erreichen gelegentlich auch Gelsenkirchen. Selbst vor dem ehrwürdigen Sommerfest macht die Beat-Szene nicht Halt. Und eine Gelsenkirchner Band schafft es sogar ins Fernsehen. Besonders häufig gewünscht wurden auch die German Blue Flames aus Gelsenkirchen. Wir haben sie heute im Studio und hier ist ihr erster Titel, Too Much Monkey Business. Die Erwachsenen haben gesagt, was die machen, das ist Musik aus dem Urwald, das ist Negermusik, haben das beschimpft. Und die Jugend hat sich, weiß ich nicht, irgendwie zusammengetan, ohne große Demos zu machen am Anfang der 60er Jahre. Sondern die einzige Demo war, zu diesen Musikveranstaltungen hinzugehen. Wenn man die Fotos aus der damaligen Zeit sieht, dann muss ich immer wieder grinsen. Alle weißes Hemd, Krawatte und Fliege. Da gab es noch keinen Langhaarigen und da gab es noch keinen schmutzig Aussehenden. Mit Parker war da noch nicht. Die waren alle ordentlich. Alles in bester Ordnung. Und dann das. Schwarze Fahnen über Gelsenkirchen. Die Kohlekrise trifft die Stadt mit voller Wucht. Billiges Erdöl macht die Steinkohle zum Ladenhüter. Und so werden 1966 gleich zwei große Schachtanlagen mit zusammen fast 10.000 Arbeitsplätzen stillgelegt. Neben Zeche Dalbusch trifft es auch die Vorzeigezeche Graf Bismarck. Die Bergleute machen mobil. Doch weder Massenproteste noch tumultartige Betriebsversammlungen können etwas ändern. Der Untergang der Zeche Graf Bismarck ist hinter den Kulissen längst besiegelt. Die waren alle geschockt. Früher hat man ja gedacht, Gott, jetzt bist du auf Bismarck und da bleibst du auch, bis du in Rente gehst. Mal. Und dass das dann so schnell ging, ging ja auch sehr schnell. Erst wurde darüber geredet und schon etwas passiert. Und viele wussten gar nichts mit sich anzufangen, sind auch viele weggezogen dann aus Gelsenkirchen. Nicht nur die Bergleute haben Existenzängste, auch ihr Verein. Tiefstrahler und Wellenbrecher. Äußere Kennzeichen einer fußballbegeisterten Stadt. Um Schritt zu halten mit einer Entwicklung, die auch dem Sport immer härtere Bedingungen stellt, hat sich die Stadt entschlossen, die Glückaufkampfbahn in ihre Obhut zu nehmen. Mit anderen Worten, auch Schalke ist pleite. Während der Verein jedoch durch die finanzielle Unterstützung der Stadt und die Aufstockung der Bundesliga gerettet wird, kommt bei Dalbusch und Graf Bismarck der Deckel auf den Pütt. Bei aller Dramatik, die Bergleute der 60er fallen nicht ins Bergfreie. Versetzungen, Sozialpläne und Umschulungen sorgen dafür, dass kaum jemand länger arbeitslos bleibt. Dennoch, Gelsenkirchen bleibt sehr stark vom Bergbau abhängig. Jeder Versuch, andere Wirtschaftszweige anzusiedeln, heißt seitdem Strukturwandel. Weichen sind neu gestellt für einen langen Weg. Es genügt nicht, die Probleme nur für einen Tag zu lösen, wenn es um Aufgaben geht, von denen die Zukunft abhängt. Noch ist Gelsenkirchen optimistisch. Noch glauben viele, die Strukturkrise sei beherrschbar. Die Stadt ist wohlhabend und zumindest die Stahlindustrie funktioniert in den 60er Jahren noch. Hier erlebt der Gast jenes immer wieder packende Schauspiel, das zum charakteristischen Bild unseres Landes und vor allem unserer Stadt gehört. Der Hochofenabstich. Im Gussstahlwerk werden noch Rohre im Schleudergussverfahren produziert und am Schalker Markt läuft die europaweit größte und modernste Strankgussanlage. Das Werk ist für Fachleute aus aller Welt zum Mekka des Strangusses geworden. Richtig schlecht geht es Gelsenkirchen allen Krisenzeichen zum Trotz Ende der 60er Jahre nicht.
Die Welt schien zumindest noch völlig in Ordnung zu sein. Es wurde wirklich, man sagen, jedes Jahr ein bisschen besser. Arbeitslosigkeit gab es in Einzelfällen, ja. Aber sie spielte noch im Großen und Ganzen noch keine Rolle. In den privaten Portemonnaies ist die Strukturkrise noch nicht angekommen. Ganz im Gegenteil. Die Stadt ist der Treffpunkt für Zocker und Zossen. Gelsenkirchen und die Gäule, das ist jahrzehntelang eine ganz besondere Verbindung. Zwei Bahnen in einer Stadt, wer hat das schon? Die Trabrennbahn am Nienhausen-Busch gibt es seit 1912, Galopprennen in Horst sogar seit 1895. Die Rennen und Pokale gehören zu den bedeutendsten Prüfungen Deutschlands. Es war natürlich das Interesse am Pferd einerseits. Aber ich glaube, das war mehr oder weniger randläufig beteiligt, dieses Interesse am Pferd. Es war die Lust zum Zocken. Die Bahnen haben auch Anfang der 70er Jahre immer noch Konjunktur. Auf der Trabrennbahn werden bundesweit die zweithöchsten Wettumsätze gemacht. Und selbst internationale Prominenz kommt der Gäule wegen nach Gelsenkirchen. Alain Delon in Gelsenkirchen, dass die Stadt das erleben darf. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts hat sich die Lage im Bergbau beruhigt. In Gelsenkirchen fördern immer noch 5 große Schachtanlagen. Die Arbeitslosenquote liegt bei gerade mal 2%. Die sozialdemokratische Wirtschaftspolitik setzt auf Konjunkturprogramme. Das macht der SPD-Hochburg Hoffnung, ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alles, was Sie jetzt sehen, tatsächlich in Gelsenkirchen passiert ist. Da wird gesungen und musiziert. Und was ein moderner Ausdruckstanz ist, das kann man mitten auf der Straße erfahren. Ob moderner Ausdruckstanz oder falsche Haarpracht, die Experimentierfreude der 70er Jahre ist auch in Gelsenkirchen unübersehbar. Abseits der City beginnt der große Umbau. Die Stadtplaner wollen den Wandel vorantreiben. Gelsenkirchen soll eine moderne Großstadt werden. Gelsenkirchen-Neustadt. In vielen Bereichen noch vom Baustil einer vergangenen Epoche geprägt. Heute Verpflichtung, im Zuge groß angelegter Maßnahmen Verbesserungen zu schaffen. Und so sehen sie aus, die Verbesserungen. Verdichtung heißt das Stichwort. Mehr Wohnraum auf weniger Fläche. Auch die Vorstellungen von Wohnkomfort haben sich verändert. Man wollte neu bauen. Mit Heizung, mit Bad in jeder Wohnung, Toilette selbstverständlich. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten viele Häuser mit einer Toilette auf der Etage. Das alles wollte man nicht. Das hätte man natürlich auch durch Renovierung bekommen können, aber die Parole war damals Abriss, Neubau. Und das bezieht sich nicht nur auf Wohnhäuser. Ganz sicher ist es nicht das schönste Bauwerk, aber es verkörpert ein Kapitel Stadtgeschichte. An einem Samstag schlägt dem alten Turm die letzte Stunde. Das sah so schön aus, unser altes Rathaus. Kreisverkehr und sieht schön mit dem kleinen Türpchen. Und dann machen die das alle, fanden wir alle schlimm. Einst Symbol erwachenden Bürgersinns, jetzt ein Trümmerberg und eine Rauchschlange, die durch die Innenstadt zieht. Und wenig später ist der ganze Spuk vorüber. Und noch ein wenig später steht er da, der moderne großstädtische Ersatz. Das Problem in Gelsenkirchen ist nicht, dass abgerissen wird, sondern das, was dafür hingestellt wird. Diese Bilder sind keine Utopien mehr. Sie machen deutlich, dass hier sinnvolle Planung betrieben wird. Abbruch und Neubau, Modell und Realität verdeutlichen, wie viele Faktoren notwendig sind, um ein homogenes Stadtbild zu erhalten und zu vervollständigen.
Auch der neue Hauptbahnhof schreitet in den Planungen voran. Im Modell sieht er sogar ganz gut aus. Damit nicht genug. Auch eine neue U-Bahn soll her. Finanziert mit Fördermitteln von Bund und Land wühlt sich ein weiteres Konjunkturprogramm, die Stadtbahn, einmal quer durch die City. Vom Hauptbahnhof bis zum Musiktheater. Immerhin fast 2 Kilometer in 12 Jahren. Der Gegenentwurf zur schönen neuen Unterwelt in der City ist das Leben in der Zechensiedlung. Doch für den Erhalt von historischem Wohnbestand müssen die Bürger zu dieser Zeit noch kämpfen. Flöths Dicke Bank in Ückendorf, die älteste Bergbausiedlung Gelsenkirchens, ist nicht mehr wirklich gut in Schuss. Sie soll verdichtet, also teilweise abgerissen und durch Hochhäuser ergänzt werden. Die Bürgerinitiative Flöths Dicke Bank macht sogar bundesweit Schlagzeilen. Die Versammlungen in der Siedlung sind heute legendär. Hier ist das Gutachten von Aachen. Ihr sagt immer, wir wollen uns an die Spielregeln halten. Und was macht ihr? Ihr verhandelt mit der Wohnstätten über den Abriss der Ulmenstraße von 2 bis 40 ganze östliche Seite. Und was wollt ihr nächstes Jahr haben? Die westliche Seite. Früher habt ihr gesprochen von 2 bis 20. Vorläufiges Fazit: Die Stadt und ihre Bürger erreichen die Erhaltung der Siedlungsaltbauten. Der Ursprung der Bewahrung des industriellen Ruhrgebiets ist der Kampf um die Siedlung, der Kampf um die Wohnung. Während die einen für den Erhalt ihrer gewohnten Umgebung kämpfen, planen andere die Zukunft. Im Bergerfeld wird ein modernes Großstadion gebaut. Als Austragungsort für die Fußballweltmeisterschaft 1974 und neue Heimstätte des FC Schalke 04. Großartige, wenn auch steuerfinanzierte Aussichten für Stadt und Verein, glauben die Gelsenkirchener. Das neue Stadion ist noch nicht fertig. Da gewinnt Schalke 04 durch ein berauschendes 5:0 über Kaiserslautern 1972 den DFB-Pokal. Schalke hat eine junge, hochtalentierte Mannschaft. Doch der Empfang der Pokalsieger ist der letzte große Schalke-Tag für die nächsten 25 Jahre. Der neue Stadionsprecher indes hat vom Fußball keine Ahnung, denn der kommt vom Pferdesport. Und hier die Mannschaften. Mit der Startnummer 1 Norbert Niekburg. 30.000 Menschen haben hysterisch gelacht. Keiner von den 30.000 hätte so viel Fantasie haben können, um sich vorzustellen, dass bei einem Bundesligaspiel ein Mann an einem Mikrofon sitzt, der nicht weiß, dass Spieler nur Nummern haben und keine Startnummern. Rennpferde haben Startnummern. Neben dem Stadion plant die Stadt noch ein anderes Großprojekt. Gelsenkirchen strebt als Kristallisationskern im Emscher Lipperaum die Errichtung einer Gesamthochschule an. Das hätte wahrscheinlich sehr viel bewegt. Doch die Universität wird nach Essen vergeben. Und auch der Versuch, Oberzentrum der Region zu werden, scheitert. Gelsenkirchen bleibt, was es immer war. Eine große, aber eben keine wirkliche Großstadt. Die Einwohnerzahl ist inzwischen rückläufig, liegt aber immer noch über 300.000. Allein der Bergbau ernährt Ende der 70er Jahre noch mehr als ein Drittel der Gelsenkirchener. Die Stadt bleibt allen Bemühungen zum Trotz von Kohle und Stahl geprägt. Das bedeutet Ende der 70er Jahre eben auch, dass Arbeitsplätze schneller verloren gehen, als neue geschaffen werden können. Die Arbeitslosigkeit ist mittlerweile das größte Problem, auch wenn der Ministerpräsident Optimismus verbreitet. Die längste und tiefste Rezession der Nachkriegszeit ist überwunden. Aber nicht für Gelsenkirchen. Hier steht das dicke Ende noch bevor. Auch wenn von ehemals 11 nur noch 3 Schachtanlagen fördern. Anfang der 80er Jahre kommt zur Kohle auch noch die Stahlkrise.
Das Schicksal des Gussstahlwerkes Gelsenkirchen ist ungewiss. Beim Schalker Verein soll der letzte Hochofen stillgelegt werden. 600 Arbeitnehmer und ihre Familien wären davon betroffen. Es droht eine Arbeitslosigkeit von über 13%. Und zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. Alle politisch Verantwortlichen in Bund und Land sind aufgerufen, die Geißel der Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Mitten im Arbeitskampf am 5. März 1982 explodiert der letzte Hochofen. Die Sprengung ein Jahr später besiegelt das Ende der Stahlstadt Gelsenkirchen. Ja, die 80er haben das Ruhrgebiet und Gelsenkirchen extrem erwischt. Dem FC Schalke, dem die Vergangenheit gehörte, muss man heute sagen, er muss sich aus der höchsten deutschen Spielklasse erstmals in der Vereinsgeschichte verabschieden. Nicht nur wirtschaftlich geht es bergab, auch sportlich. Dreimal steigt Schalke 04 im Laufe der 80er Jahre aus der Bundesliga ab. Zwischenzeitlich droht sogar die Drittklassigkeit. Im Verein geht es wie der Stadt. Zum Heulen. ...1986 rüsten die Bergleute zum letzten Gefecht. Es wird sich zwar noch einige Jahre hinziehen, aber das hier ist der Anfang vom Ende. Der Bergbau ist bei uns immer noch der größte Arbeitgeber. Auf unseren Schachtanlagen und Kokereien sind rund 17.000 Bergleute beschäftigt, davon 1.500 Nachwuchskräfte. Anpassungsleistung und Überlebenswille Gelsenkirchens können gar nicht hoch genug bewertet werden. Es sind ja nicht nur die Arbeitsplätze im Bergbau direkt, die entfallen sind, es sind ja auch die Folgen. Wir hatten Zulieferindustrie, wir hatten Reparaturbetriebe für Bergbaugeräte. All das ist ja peu à peu weggefallen. Gelsenkirchen hat innerhalb von 30 Jahren über 100.000 Arbeitsplätze verloren. Ein Wunder, dass es die Stadt überhaupt noch gibt. In der ersten Hälfte der 80er Jahre verliert sie fast 20.000 Einwohner. Im selben Zeitraum steigt die Arbeitslosenquote von 10% auf 16%. Alles das, woran Gelsenkirchen und das Ruhrgebiet heute noch krankt, ist in diesen 80er Jahren entstanden und natürlich auch die Atmosphäre. Das war kein kultureller oder gesellschaftlicher Aufbruch mehr. Das war jetzt die Bedrohung und die Erfahrung des Niedergangs. Die fetten Jahre für Gelsenkirchen sind unwiderruflich vorbei. Dies sind die letzten Bilder des alten Bahnhofs. Kurze Zeit später wird es ihn nicht mehr geben. Was die Stadt stattdessen bekommt, gehört in die Kategorie Verschlimmbesserung. Die Situation spitzt sich zu. Unter der Regierung Kohl gibt es keine Konjunkturprogramme mehr. Die Lohnsummensteuer wird abgeschafft. Für Gelsenkirchen bedeutet das 40 Millionen D-Mark weniger Steuereinnahmen pro Jahr. Geld, das an allen Ecken und Enden fehlt. Das U-Bähnchen wird noch ein Stück weiter gebaut. Ist am Ende die einzige Untergrundbahn der Welt, die durch ein noch aktives Bergbaugebiet führt. Aber nicht mehr lange, denn die Tage des Bergbaus sind gezählt. Auch der Zoo steht aus finanziellen Gründen kurz vor dem Aus. Die Stadt ist insgesamt in die Jahre gekommen und zu allem Überfluss auch noch chronisch klamm. Da hilft kein Betteln. Aber vielleicht ein Sinneswandel. Die Devise früherer Jahre, in denen man von Flächensanierung sprach und damit den Abbruch alter Bausubstanz meinte, gehört längst der Vergangenheit an. Strukturwandel heißt das Zauberwort. 1989 bringt die internationale Bauausstellung Emscher Park frischen Wind, auch nach Gelsenkirchen. Die IBA will die gesamte Emscher-Region umbauen. Die Grundidee ist denkbar einfach.
Die industrielle Vergangenheit ist die Zukunft. Und so entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Nordstern statt einer Müllverbrennung die erste Bundesgartenschau auf einer Industriebrache. Die Bundesgartenschau in Gelsenkirchen soll ein Höhepunkt im langfristigen Umbau des Emscher Raumes sein. Die IBA will die Region in einen etwas anderen Landschaftspark verwandeln. Sie fördert den Erhalt alter Bausubstanz und die Umnutzung von Brachen. Und nicht zuletzt entwerfen die IBA-Macher Ideen für die Zukunft. Auch wenn die bisweilen gänzlich unglaublich klingen. Da kommt so ein Mensch aus Bayern an und sagt, wir werden diese Emscher renaturieren, wir werden das Gebiet wieder so machen, wie es früher war. Professor Karl Ganser heißt der Mann und er war Chef der IBA. Seine Visionen für die Industrieregion haben auch Gelsenkirchen verändert. Auch wenn längst noch nicht alles wieder zum Besten steht nach dem Abmarsch der Bergmannskapellen. Was mich manchmal stört, wenn man sagt, ich komme aus Gelsenkirchen, dann sagen die, wo ist das? Ja, kennen Sie Schalke? Ach, Stadtteil von Schalke. Da muss ich immer erst erklären, dass das umgekehrt ist. 1997 gewinnt Schalke 04 den UEFA-Pokal. Keine andere Stadt knüpft ihre Befindlichkeiten so eng an einen Fußballclub. Und deshalb ist das für Gelsenkirchen ein ganz besonderer Erfolg. Schalke ist erfolgreich bis in die europäische Spitze. Und das ist Hoffnung, das ist vielleicht auch ein Vorbild für die Stadt Gelsenkirchen. Und wenn Schalke unsere Zukunft ist, dann ist da nichts gegen zu sagen. Ein bisschen mehr als Fußball und Schalke ist Gelsenkirchen dann aber doch. Ich bin ein überzeugter Gelsenkirchener. Ja. Ich lebe auch gerne hier. Wir haben keine Berge und wir haben auch keinen Rhein, aber die Gegend an sich ist doch nicht schlecht. Man lebt doch hier gut. Nee, eigentlich ist das hier gar nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht, das ist nichts Tolles hier. Nicht. Wenn so manche Leute, wissen Sie, mit so einer Miesenprämien-Schnute da durch die Gegend laufen, die können sie da abhaken. Und ich finde, dann ist es hier anders. Man kann auch mal einen Spaß machen. Und deswegen möchte man ja auch nicht weg. Könnte morgen am Tag mehrfacher Millionär werden durch Lotto. Ich ziehe euch nicht aus Gelsenkirchen weg. Man ist von dieser Stadt nicht frei, sondern man lebt in dieser Stadt und man wird auch geprägt durch diese Stadt.